Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Und zwar sind wir gerade auf dem Weg zu Abnur'tan, um ihn zu befreien. Warum auch immer wir ihn befreien müssen. Er hat um Asyl gebeten, aber so sympathisch kommt er jetzt nicht drüber. Vertrauen sollten wir ihn auch nicht so. Wir haben den Waffenwechsel freigeschaltet, Leute. Einen tollen Bogen habe ich jetzt hinten auf dem Rücken. Schaut dir mal richtig edel aus. Ich habe was für Bögen übrig hier. Genau. So richtig schneidig hier. Aber ich habe auch noch meinen Zweihänder. Mit dem verdrische ich dann alle anderen. Wenn der Bogen nichts mehr taugt. Genau. Dann lasst uns mal reingehen. Nein, hört mich an. Wie viele Tarns braucht man, um ein Kaiserreich zu regieren? Würdet ihr still sein? Ich versuche hier zu arbeiten. Keinen. Die auf dem Thron ist ein Einfallspinsel und der im Turm hat keinen Nutzen mehr. Das ist nicht einmal lustig. Zurück an die Arbeit. Was? Es ist wahr. Manimako wird ihm die Haut abschälen und einen besonders hässlichen Fleischatronarchen aus ihm machen. Lasst euch das gesagt sein. Und wenn ihr mir nicht helft, werde ich dafür sorgen, dass ihr direkt an ihn geheftet werdet. Seid jetzt still. Okay. Wir können uns jetzt dann mit einem Drachensprung können wir uns jetzt dann hier hin teleportieren hier. Machen wir mal. Boah. Eidei. Das haut rein. Tja, das war's dann wohl mit den zwei. Ich hoffe, ich war euch eine Hilfe. Natürlich. Aufzeichnungen eines Verankerers. Mit Ankunft des Kanzlers, eines mürrischen nibenesischen Politikers namens Abnur'tan, hat sich die Stimmung in der Burg des Königs der Würmer entschieden zum Amüsanten gekehrt. Er bellt seine amtlichen Befehle und erwartet, dass wir uns nach seinen Launen richten. Wenn wir ihn ignorieren, rennt er herum wie ein Kleinkind und schreit: Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Und davon wird man die Marco erfahren. Der König der Würmer betrachtet ihn als einen belanglosen Kasper. Das habe ich ihn selbst sagen hören. Aber Tan ist kein Idiot. Ich bin mir ziemlich sicher, er vermutet schon, dass er seine Schuldigkeit getan hat. Jetzt, dass seine Tochter auf dem Rubinthron sitzt und Fürst Manimako ihren Kopf mit größenwahnsinnigen Gedanken füllt, ist Tans Macht nicht mehr den Atem wert, von ihr zu sprechen. Die Kaiserin-Regentin kann problemlos mit Tans Seide und seltenen Delikatessen manipuliert werden. Sie hat nicht sonderlich viel für ihren Vater übrig und wundert sich meines Wissens nach nicht einmal über seine Abwesenheit. Und trotz seiner jahrelangen politischen Erfahrung im kaiserlichen Hof ist der alte Mann als Manipulant nicht halb so gut wie Manimako. Tans größter Denkfehler ist, dass er noch immer der Meinung ist, hier von Wert zu sein. Im großen Plan ist keiner von uns unersetzlich und er am allerwenigsten. Selbst die gesamte Macht Zyrodiils bedeutet dem Fürsten der Brutalität und Herrschaft überhaupt nichts. Aber die ohnmächtigen Wutanfälle Tans bieten uns weiterhin ein höchst erquickliches Schauspiel. Ich gehe davon aus, dass ich sie eines Tages leid sein werde. An diesem Tag schenke ich mir ein Glas Wein ein und genieße es, ihm dabei zuzusehen, wie er um sich schlägt, während ihm seine Seele aus dem Leib gerissen wird, wie so vielen Tausenden vor ihm. Tolle. Ein Verankerer. Das ist mal ein Job hier. Dachte, in den Kisten sind Seelensteine. Ein paar, aber die kann man nicht aufheben. Noch eine Urne und Rezept. Bananenüberraschung. Maximale Magika erhöht. Von 1 bis 4. Ja, das kommt ein bisschen zu spät. Aber nett. Danke. Ihr, beeilt euch! Die Würmer rücken vor. Ja, du bist ja auch ein Wurm hier. Der Turm der Knochen. Da seid ihr ja. Ich glaubte schon fast, man hätte euch gefangen genommen. Wir haben da wohl ein kleines Problem, fürchte ich. Wo liegt denn das Problem? Die Tür an der Spitze des Turms ist durch eine Zauberbarriere verschlossen. Ich habe schon zuvor gesehen, wie die Würmer ähnliche Hexereien einsetzten. Die Barriere wird euch zu Asche verbrennen, wenn ihr sie berührt. Wie kommen wir durch sie hindurch? Ich habe da einen Vorschlag. Die Fleischatronachen, die in den Gängen des Schlosses patrouillieren, werden in einem Labor ganz in der Nähe der geschützten Tür zusammengebaut. Wenn ihr euren eigenen Atronachen erschafft, müsst ihr euren Befehlen gehorchen. Ihr könntet ihn zwingen, durch die Barriere zu brechen. Wie erschafft man einen Fleischatronachen?
Das ist ein ganz simpler Vorgang. Jedes fünfjährige Kind könnte ihn schaffen. Leider haben wir kein fünfjähriges Kind zur Hand. Deshalb werde ich euch wohl Schritt für Schritt anleiten müssen. Ihr braucht zunächst ein paar ordentlich große Batzen Fleisch, bringt sie ins Labor. Ich nehme dann dort mit euch Kontakt auf. Wir sind auf dem besten Wege. Ja, kein fünfjähriges Kind zur Hand. Och, nö. Wow. Die Armen, ey. Brauchen aber nicht so viel Platz zum verstaut werden hier. Krass, so dahin zu vegetieren hier. Ist auch voll die Masse. Ah. Hallo. Eigentlich sollte ich zuerst auf den Kleinen gehen. Nicht übel, aber hier bin ich auf dem besten Wege dazu. Oh, eine Truhe. Und eine leere Urne. Schade. Was hier wohl passiert ist hier? Alle versteinert. Eine Urne. Igitt. Keine sehr glorreiche Aufgabe, was? Hä? Ich mach doch gar nichts. Hier sind ein paar Pfeilchen hier rechts. Mal. Läuft die Isabel hin? Ah, nee. Bleib bei mir hier. Juhu. Oh. Hey. Der lebt ziemlich lange hier. Aber nichts lebt ewig. Ist das eine Lunge? Eine Lunge, ja. Also eines kann ich euch sagen. Nächste Woche gehe ich ganz sicher nicht zum Schlachter. Okay. Wir sind der Schlachter. Lacka! Boah, der war jetzt schnell tot. Fleischfliegenlarve gibt's hier. Gratis. Sind wir hier richtig? Naja. Cool, ey. Bringt die Atronachenteile ins Labor. Okay. Dann benutzen wir mal. Okay, lest aus. Sehr groß, oder? Na gut. Wirkt jetzt das Ritual aus dem Buch. Okay. Moderam, Sodaram, Moderam, Sodaram. Cool, ey. Wir machen noch einen Nekromanten aus euch. Ja, wollte ich schon sagen. Jetzt sind wir Nekromant, oder? Ein kleiner Fleischadronach. Echt süß. Es ist nicht mehr weit. Durch die Tür und zum Gipfel. Okay. Ah, Mondstein. Läuft gut mit zwei Waffen.
Trübe ist Gift der Lebensschändung. Okay. Ihr verursacht 0,7 Sekunden lang jede Sekunde 1076 Giftschaden. Alle Gifte wirken bei 20% aller Treffer mit leichten Angriffen, schweren Angriffen oder Waffenfähigkeiten. Während sie ausgerüstet sind, unterdrücken Gifte eure Waffenverzauberungen. Okay. Ist ja nicht so cool, aber... Schaut aus wie in Pompeji hier, ey. Uiuiui. Wow. Da geht's weit runter. Oh. Bewegt euch! Los! Ja, ich muss hier Waffen wechseln. Isabel freut sich hier. Entzündet es! Das ist irgendwie lustig hier. Piu piu! Hinfort, unerträgliche Würmer! Ich arbeite so schnell ich kann! Ja, haut rein, deshalb Präzisionsschuss. Okay. So, dann treffen wir uns also endlich einmal persönlich. Ihr seht kleiner aus als eure Projektion. Der kann aber auch noch beleidigen. Ich bin gekommen, um euch hier herauszuholen, wie wir es vereinbart hatten. Und keinen Augenblick zu früh. Wenn ich noch einen einzigen verdammten Seelenstein hätte inspizieren müssen, hätte ich mich von diesem Turm gestürzt. Nee, das glaube ich nicht. Und warum sollten wir euch vertrauen, Tarn? Eine verständliche Frage. Ich weiß Dinge. Dinge, die euch helfen können. Lasst mich euch den Mund ein bisschen wässrig machen. Manimako tut das alles nicht, um Molag Bal zu dienen. Sein schlussendlicher Plan ist es, eine Intrige gegen den Gott der Intrigen zu spinnen und seinen Platz einzunehmen. Was? Wie? Das Amulett der Könige ist der Schlüssel zu allem. Warum glaubt ihr, dass er Saisahan entführt hat? Er foltert ihn. Er versucht ihn dazu zu bringen, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Er will das Amulett der König finden, bevor wir es tun. Ah, genau. Manimako glaubt, er könne die Essenz Molag Bals einfangen und seine Macht in sich aufnehmen, wenn er das Amulett in die Hände bekommt. Er will selbst ein Gott werden. Das klingt gar nicht gut. Was könnt ihr mir sonst noch sagen? Ich würde das Leben gerne noch weiter besprechen, doch dies hier ist wohl kaum der richtige Ort dafür. Bringt mich erst in Sicherheit, dann erzähle ich euch den Rest. So hatten wir es doch vereinbart, oder nicht? Wartet, habt ihr das gespürt? Was gespürt? Oh oh, besiegt Manimako? Ganz ruhig, Tarn. Verratet meine Geheimnisse nicht. Geht auf euer Zimmer ab, nur. Ich werde bald mit euch reden. Oh je. Ah, liebe Lyris, eure alte Stelle in der Gießerei ist noch zu haben. Wir geben euch sogar eure eigenen unzerbrechlichen Ketten. Und ihr, der Dorn in meinem Fleische, der Stein in meinem Schuh, wie stark seid ihr? Sollen wir eure Grenzen ausloten? Hey! Ich habe ihn getötet hier. Wie ärgerlich! Der Vorgang entzieht den meisten Opfern die Energie. Trotzdem kämpft ihr immer noch. Ja. Mach ich. Naja. Also. Ui. Eure Kraft überrascht mich. Aber ich
frage mich, wie viel ihr noch ertragen könnt. Okay. Ach so, den da muss ich hauen. So ein cooler Sprung. Ja, Rüstung hier. Okay, und jetzt? Manimako, ihr wagt es, den Kanzler des Ältestenrats anzugreifen? Oh, wow. Seine Kraft schwindet, Entseelte. Schlagt ihn nieder, während er sich auf mich konzentriert. Wie könnt ihr mich betrügen, Tarn? Tschüss. Euer Leiden wird unendlich sein. Wo ist er hin? Er wird nicht lange körperlos bleiben. Mhm. Sein Bewusstsein wird eine Weile haltlos umhertreiben. Aber das war's dann auch schon. Er ist also auch ein Dedra, oder? Warum habt ihr mir geholfen? Weil Manimako in seinem Größenwahn ein Gott werden will. Er schert sich nicht um das Kaiserreich. Er will nur Macht. Ich habe mich ihm noch nie im Kampf gestellt. Er ist wesentlich mächtiger, als ich gedacht hätte. Oh, nun gut. Für Reue ist es zu spät. Mit Gang, mit Gefangen. Was nun? Das Wichtigste zuerst. Wir müssen hier lebend herauskommen. Was schlagt ihr vor? Wir können ganz sicher nicht auf dem gleichen Weg zurück, auf dem ihr hineingekommen seid. Ich würde vermuten, dass sie schon auf dem Gelände sind. Ein Stück den Weg hinunter gibt es einen Müllschacht. Er ist ziemlich tief, aber wir werden den Sturz wahrscheinlich überleben. Los geht's. Ich will sehen, wie Abner Tarn in den Müllschacht springt. Ihr müsst die hässlichste Prinzessin sein, die je aus einem Turm gerettet wurde, Tarn. Ich bin schockiert, dass eure fehlende Bildung und die wiederholten Kopfschläge euren Verstand nicht geschwächt haben, Titanenkind. Waren die jetzt Schlagabtausch oder was hier, ey? Okay. Hallo nochmal. Sucht ihr einen Ausweg? Nur einen Moment, dann ist es offen. Ach, Cadwell, danke. Knutsch, knutsch. Ah, Kai, behüte uns. Ihr seid ja so angeschlagen wie ein Pfirsich in einem Sack voller Steine. Der gute alte Wagemut, nicht wahr? Sei's drum. Ihr werdet wohl einen Fluchtweg brauchen, nicht wahr? Das war genau zur rechten Zeit, Cadwell. Ehrlich gesagt ist das ebenso meine Art. Wir sollten uns wahrscheinlich sputen. Das ganze Schloss ist wegen des Lärms gereizter als ein ganzer Sack voll Hornissen. Warum kommt ihr nicht mit uns mit? Mit euch kommen? Ihr meint, ich soll Kalthafen verlassen? Ich weiß nicht. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich die Welt gesehen habe, die ich damals zurückließ. Meint ihr, dass das klug wäre? Ihr solltet mitkommen, es könnte euch gut tun, oder die Welt ist jetzt ein schrecklicher Ort. Vielleicht ist sie im Moment gar nicht so schön anzuschauen. Nein. Er sollte mitkommen. Nun, dann hätten wir das ja geklärt. Und ihr braucht schließlich auch jemanden, der euch hier herausführt. Vorwärts! Auf geht's! Ja, es gibt schon schöne Plätzchen. Da sucht er sich einfach eins. Der gute Sir Cadwell. Kommt jetzt mit. Schön. So, Tarn. In die Rutsche. Mach schon. Nach dir. Wie. Uah. Das sind voll die Leichen hier. Einer ist sogar hier auf dem Felsen aufgespießt. Ups. Boah, gut, dass ich gut gelandet bin, ey. Schnell, ich habe noch ein Portal geöffnet. Beeilt euch! Ja! Wo ist Cadwell? Komm jetzt! Na gut, gehen wir mal durch. Wie war die Rutsche, ja? Meine Güter, meine Titel, selbst mein Leben, all das habe ich verwirkt. Und alles nur zum Erhalt des Kaiserreichs. Ich schwöre bei allen Göttern, dass Manimako teuer dafür bezahlen wird. Geht es euch gut? Natürlich. Ich bin Abner Tarn.
Es braucht schon etwas mehr als ein paar hirnlose Kultisten, um diese alten Knochen durchzuschütteln. Nun gut, wo waren wir? Ihr wolltet uns gerade erzählen, wo Saisa Hahn ist. Ja. Um ehrlich zu sein, kenne ich den genauen Ort nicht. Aber ich weiß, dass er Manimakus Gefangener ist und dass der König der Würmer versucht, ihm das Versteck des Amuletts zu entlocken. Ihr wisst nicht, wo er ist? Ruhig, ruhig. Lasst mich das klarstellen, bevor ihr die Fassung verliert. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber ich kann es herausfinden. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Ihr habt uns ausgetrickst. Was? Ihr Schwein! Ja! Ja! Seid ihr verrückt? Weg von mir, bestialische Trollfrau! Lyris, haltet euch zurück. Er hat uns von Anfang an nur angelogen. Es ist mir egal, was er sagt. Er wird immer Manimakos Speichellecker sein. Bitte. Manimako will mich tot sehen. Habe ich vorgegeben, vor ihm zu kapitulieren? Ja, das habe ich. Wisst ihr überhaupt, wie viele Leben ich dadurch gerettet habe? Das Einzige, was ihr gerettet habt, war euer Besitz und euren eigenen Hintern, Wichtigtuer. Genug. Abnor hatte keine Wahl, Lyris. Und wir sind an unserer eigenen Täuschung schuld, nicht wahr? Es ist Zeit für die Entseelte, die Wahrheit zu erfahren. Was ist das? Die Entseelte weiß es nicht? Das ist köstlich. Nicht, Herr. Entseelte, bis jetzt kennt ihr mich nur als Prophet. Aber das ist nicht mein wahrer Name. Ich bin Varen Aquilarius. Unser gefallener Kaiser in den zerrissenen Kleidern eines Mottenpriesters blinkt wie ein neugeborenes Kätzchen. Es tut mir leid, dass ich euch getäuscht habe, Entseelte. Ihr seid wütend, wie nicht anders zu erwarten war. Ihr seid der Kaiser? Das war ich einst, aber ich bin es nicht mehr. Mein Name ist Varen Aquilarius. Was ist der Typ da, der dieses Ritual machen wollte und die ganze Macht haben wollte und diesen Rubinthron haben wollte? Wegen ihm ist da alles passiert? Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Warum diese Täuschung? In Wahrheit fürchtete ich, ihr würdet mich an Ort und Stelle töten, wenn ihr erfahren hättet, wer ich bin. Ihr hättet euch gewiss nicht so bereitwillig mit uns verbündet. Ich bin dafür verantwortlich, für all dies. Falls Molag Baal diese Welt vernichtet, so ist dies einzig und allein meine Schuld. Mhm. Wie kann ich euch jetzt noch vertrauen? Oder Lyris? Ihr dürft Lyris keine Schuld geben. Sie tat nur, was ich ihr sagte. Sie schwor mich zu beschützen, doch sie ist doch eure Verbündete. Das verspreche ich euch hoch und heilig, Entseelte. Sobald all dies vorüber ist, könnt ihr mein Leben beenden, falls ihr dann immer noch so hart über mich urteilt. Ich werde mich nicht dagegen wehren. Also was nun? Wir müssen Saisa Hahn finden. Alles hängt davon ab. Was soll ich tun? In dieser Angelegenheit nichts. Abnor und ich müssen uns unterhalten. Wir nehmen später wieder Kontakt zu euch auf, sobald wir weitere Informationen haben. Ich habe Abnors Treuebruch nicht vorhergesehen. Aber es ist mir durchaus recht. Manimako fürchtet ihn. Und das aus gutem Grund. Er kann uns helfen. Dessen bin ich mir sicher. Verringert die Magiekosten von Zaubern. Na, kein cooler Ring. Dieser Ring wird von den leitenden Rängen der Anhänger Manimakos getragen und ist von nekromantischen Sekreten durchdrungen. Irr, schon zweimal nicht. Okay. Ja, es sind neue Bücher erschienen. Chroniken der fünf Gefeierten, Band 2. Nalda Alphas, tut dir, da ist sogar mein Name, ey. Ups. Chroniken der fünf Gefährten, Band 3. Okay. Alles schreibt hier Lyris. Oh, Sir Catwell. Ich würde sagen, ihr stürzt euch in ganz schön wilde Abenteuer, oder? Dieser Ort ist so sonderbar. Wusstet ihr, dass die Feuer hier tatsächlich warm sind? Brillant! Oh, er freut sich. Das ist schön. Da haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Das ist gut. Ah, wir müssen jetzt schon wieder raus. Der Abschnitt ist schon wieder vorbei. Und es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ah, da
heißt Flötz. Flöß. Oh nein, eine Kiste. Ich glaube, ich brauche schnell. Ich bin schon gespannt, was ihr daraus wohl macht. Miri, Miri, Miri. Einfach. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Spawnplatz für Kisten ist. Beute mit einem versteckten Schatz und eine Schatzkarte, wie cool. Ja, eine bessere Hose hier. Endlich kann ich meine leichten Hosen abstreifen hier. Ja, Hosen, ne. Ah, angelaufene Tapferkeitsmedaille, yeah. Ein goldenes Emblem mit dem Wappen des Bündnisses, das achtlos beiseite geworfen vergessen wurde. Memento Mori, eine Sammlung verschiedener Andenken. Eine Haarlocke, ein kleiner Knochensplitter, ein Schuppenfragment und andere Gegenstände von sentimentalem Wert. Okay. Ja, coole. Danke, Miri. Ja, super, ey. Miri beschenkt uns ganz reich. Das ist schön. 30%ige Chance. Und zittern, glaube ich, war in jeder Kiste was drin bis jetzt. Davon kann man nie genug haben. Hier. Yeah. Oh. Ah, nein, 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 nein. Ich brauche hier sowas wie ein... Hier, so ein... Hat jemand nach einer Ritterin gerufen? Pfeilsalve hier. Ja, genau. Das ist jetzt dann die erste blaue Rüstung hier. Schwer. Uiuiui. Hm. Ja. Dann ziehen wir sie halt mal an hier. Schaut cool aus. Irgendwie so, als wäre es Leder. Ey. Gar nicht so nach schwer schaut das aus. Ja, Leute, Leute von heute. Folge. Meint ihr, hier gibt es irgendwo einen Süßkuchen? Nicht zum Magier hielte ihn da und zu Macht. Schnell, schnell! Okay. Zum Magiergilde in Davons Wacht müssen wir. Aber ich kann nicht aufhören, wie ihr merkt. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ja, wer sucht denn nach mir hier die ganze Zeit? Naja. Wir sind hier in Davons Wacht wieder mal. Dürfen hier ein bisschen rumschauen in der Magiergilde. Aber das in der nächsten Episode. Diese Episode ist leider zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer drauf. Auch über zahlreiche Kommentare. Lasst es euch gut gehen bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch. Tschüssi.